So, und jetzt werden wir einfach die nächsten Spuren mal dazufahren und dann auch wieder kontrollieren auf tieffrequente Anteile. Okay, ich habe jetzt noch von der Gitarre und vom Rhodes tieffrequente Anteile entfernt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Gitarre noch ein wenig Dimension gebrauchen könnte und das bewerkstellige ich mit einem Chorus und ein Chorus ist standardgemäß ein Zumischeffekt. Das bedeutet, ich lege den Chorus als Plugin auf einen Insert der Effektkanäle und werde den dann per Send Return von dem Gitarrenkanal anfahren. Funktioniert so. Ich öffne mir den Chorus. Ich gehe zurück in den Gitarrenkanal. Edit. Hier sehe ich schon die Effects Sense. Ich weise es auf Effects 1 und dann werde ich mal ein bisschen was dazu mischen. Als nächstes hätte ich gerne das Rhodes ein bisschen breiter. Und das geht mit einem Plugin von PSP Audioware. Nennt sich Pseudo Stereo. Und das klingt dann so. Zum Beispiel mal einen kürzeren Loop. In Sachen Stereo-Verbreiterung gucken wir uns jetzt mal die Strings an. Die sind schon sehr breit und ich habe das Gefühl, die sind von sich aus schon so breit im Stereo-Bild, dass es dazu Monokompatibilitätsproblemen kommen könnte. Monokompatibilität ist, wenn zum Beispiel, also das sollte man beobachten einfach, weil es gibt immer noch Player, die Mono abspielen und manchmal wird ein MP3 dann auch Mono kodiert und so weiter. Und wenn man zum Beispiel Signale hat, die auf dem linken und auf dem rechten Lautsprecher annähernd phasenverkehrt spielen und man mischt dann den linken und den rechten Kanal zusammen, verschwindet das Signal quasi fast. Und ich habe das Gefühl, dass das bei den Strings passieren könnte. Deswegen hören wir die Strings jetzt mal solo und dann werde ich bei meinem Abhörcontroller hier mal den Mono-Knopf drücken und dann werden wir feststellen, vermutlich, dass die Strings um einiges leiser erscheinen. Also wir hören jetzt mal die Strings solo. Ja, und wenn man den Mono-Knopf gedrückt hat, dann sind die Strings um einiges leiser geworden. So, um das sichtbar zu machen, gibt es einen Korrelationsmeter und den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Und wir sehen, dass der sich im roten Bereich bewegt, was bedeutet, dass sehr viele Phasen gedrehte Signalanteile in diesem Signal vorhanden sind. So, um das ein bisschen einzuschränken und wieder in den grünen Bereich zu rücken, gibt es einen kleinen Trick. Funktioniert so, man klickt mit rechts in den Panorama-Regler und wählt dann Dual Panner aus. Und dann hat man für rechts und für links einen eigenen Panorama-Regler. Und ich schränke jetzt einfach die Stereobreite ein bisschen ein, indem ich den rechten und den linken ein bisschen zur Mitte hinrücke. Und jetzt sollten wir sehen, wenn ich die Strings solo höre, dass sich dieser Balken hier mehr in diesem Bereich bewegt. So, und insofern haben wir dann die Monokompatibilität sichergestellt. Und ich mache die Strings jetzt aber deswegen auch ein bisschen lauter vermutlich, damit man die jetzt auch gut hört.
Also das Programm, mit dem ich hier den Bildschirm mitschneide, hat mir mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich habe jetzt wieder Sachen gemacht und habe dazu kein Video. Ich gucke mal, ob ich das noch zusammenkriege. Also ich habe Hall auf die Snare und die Hi-Hat und die Bassdrum gelegt. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich hier im Effektkanal mir einen Hall reingeladen habe. Habe mir den eingestellt, wie ich ihn gerne hören möchte. Habe ihn zurückgeroutet auf die Drumset-Gruppe. Das ist ganz wichtig, weil ich die Drumset-Gruppe insgesamt dann nochmal komprimiert habe mit einer Art Kompressor, die, ich sag mal, Tape emuliert, also Bandmaschinen-Sound so ein bisschen nachahmt. Da habe ich ein paar Einstellungen gemacht und der Kompressor soll das Drumset so ein bisschen zusammenbringen und deswegen ist es sinnig, dass auch der Hall, der auf das Drumset draufgelegt ist, hier wieder in diese Gruppe reingeht. Also wir hören uns den Stand der Dinge jetzt mal an. Wir hören mal hier in den Hall rein. Man hört, es ist wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig Bassdrum da und an sich ist es auch relativ wenig, man hört den kaum. Der soll auch nur so ein klein bisschen Raum geben. Als nächstes möchte ich noch wissen, was ich mir beim Recording mit diesem EQ hier gedacht habe. Den hatte ich auf dem Drumset gelegt, das heißt, den ziehe ich mir jetzt mal in die Drumset-Gruppe. Und das sind die Einstellungen, die ich gemacht habe. Und ich gucke mal, ob das in irgendeiner Form jetzt Sinn macht und ob ich vielleicht einzelne Einstellungen dieses EQs dann nicht besser auf einzelne Drumset-Teile lege und nicht auf die gesamte Gruppe. Aber ich höre einfach mal den Unterschied, was das so ausmacht. Das heißt, ich höre jetzt wieder Solo, ich kann da jetzt nicht reden. Okay, was ich mir da jetzt rausziehe, den Bass in die Bassdrum brauche ich nicht mehr reinschieben. Das haben wir hier mit dem Max-Bass schon gemacht. Hier dieser Dip bei 1,6 kHz, den werde ich mir mal merken. Und hier bei 3 kHz und bei 9 kHz, das ist, um so ein bisschen die Höhen zu kitzeln in der Snare und in den Hi-Hats. Das werde ich mir auch mal merken, aber ich werde das vermutlich nicht mit diesem EQ machen. Als nächstes würde ich gerne den tongebenden Instrumenten, sage ich mal, also der Gitarre, Rhodes und Strings, einen Raum verpassen. Dazu öffne ich ein Powered Plugin und zwar eins, was ich mir vor kurzem erst gekauft habe und noch gar nicht wirklich kenne. Aber es soll sehr gut sein, sehr guter Reverb sein und den werde ich mir jetzt mal anhören. Ich werde das Rhodes erstmal darauf schicken. Und route den Return des Effektes wieder in die Instrumentengruppe. Und es ist ein Instrumenten-Reverb. Das muss ich auch immer hinschreiben, damit ich weiß, wo der hingeht. Und wir hören mal. Lass ich direkt so. Mal gucken, wie die Gitarre darauf klingt.